Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harveys neue Augen. Ja, wie ihr seht, sind wir beim letzten Mal wieder in die Irrenanstalt gelangt und sehen hier gerade vor uns alte Bekannte. Da wäre König Adrian, den wir ja in Ätnabricht aus vom Thron gestoßen haben. Da wäre der depressive Peter, seine Freundin die Petra und der gute alte Droggelbecher. Okay, lass uns mal zur Runde gehen und mit denen quatschen. Meine Treu, wen haben wir denn da? Noch eine Mitspielerin. Yippie. Achte nicht auf ihn. Peter ist ein kleiner Schwarzseher. Das ist eine angeborene Sehbehinderung. Stimmt. Peter leidet unter einer rot-grünen Schwäche. Droggelbecher! Wohl gesprochen, getreuer Freund. Wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Ach ja? Wacht ihr auch jeden Morgen mit der Gewissheit auf, eines Tages an einer Fußgängerampel zu sterben? Das wohl nicht. Doch Droggelbecher zum Beispiel leidet unter einer Grün-Blau-Schwäche. Das kann man ja wohl kaum vergleichen. Deine Freundin Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche. Sie ist nicht meine Freundin. Und wir, König Adrian, leiden unter einer Rot-Gelb-Schwäche. Du hättest dabei sein sollen, als wir Mensch ärgere dich nicht gespielt haben. Peter wäre beinahe erstickt. Ich wollte mein Leid verkürzen. Wir haben hernach beschlossen, keine Brettspiele mehr zu spielen, sondern ein Fantasy-Rollenspiel. Du hast das beschlossen. Und was haben wir gerade gesagt? Es ist so aufregend. Wir sind eine Gruppe von Abenteurern in der sagenumwobenen Welt von Hoth Motigur. Oh bitte, setz dich doch dazu. Droggelbecher! Nicht so schnell. Wenn die holde Maid mit uns zu Felde zu ziehen gedenkt, muss sie sich vorher als würdig erweisen. Sie muss eine Aufgabe erfüllen, die ihren Heldenmut auf eine harte Probe stellen wird. Jetzt sag ihr doch schon, dass sie Pizza bestellen soll, damit wir das Ganze hinter uns bringen können. Nun, bestelle sie uns Pizza. So, was hättet ihr denn gerne? Ich will Brokkoli auf die Pizza, aber bitte keine Tomaten. Droggelbecher! Oh, kein Brokkoli? Droggelbecher? Gegen Bananen habe ich ja auch gar nichts. Aber ich könnte sterben für Brokkoli. Oh ja, bitte tu das. Im Gegenzug würde ich sogar Bananen auf der Pizza akzeptieren. Du isst doch sowieso nur Blaubeeren. Ja, ich mag Blaubeeren. Aber in diesem Leben bekommt man ja eh nie, was man will. Blaubeeren sind per königlichem Erlass von der Pizza zu verbannen. Stattdessen sei kundgetan, dass ab sofort Tomaten den Teich zieren mögen. Aber ich mag doch gar keine Tomaten. Lilly hatte genug gehört. Es schien unmöglich, eine Pizza zu besorgen, mit der alle einverstanden waren. Droggelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Okay, ich muss wahrscheinlich die Schwächen irgendwie ausnutzen, aber ich bezweifle, dass ich sie mir merken kann. So. Telefon. Zweimal am Tag Pizza zu bestellen, schien Lilly sehr unangemessen. Nur Game Designer taten sowas. Stimmt, wir haben ja eine Pizza. Eine Pizza ohne alles. Lilly hatte aber das... So. Wie wär's mit einer Pizza ohne alles? Die Pizza, wohl an. Droggelbecher! In der Tat, du hast die Bananen für meinen treuen Freund Droggelbecher vergessen. An meiner Tafel soll niemand Hunger leiden. Hilf vor! Gehe sie uns damit aus den Augen! Bananen. Der Überwachungsraum war, glaube ich, abgeschlossen, ne?
So. Kann ich hier vielleicht das gelb färben? Das war bereits frisch gewaschen. Das war in der Klosterschule. Ihr versteht. Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Aber solange sie kein Ziel damit verfolgte, mochte harte Wäsche. In der Klosterschulordnung gab es einen extra Absatz, ihr versteht. Was hast du da? Zeig mal her. Aha, das ist ja toll. Bravo. Okay. Das war Doktor... Was sagt... Kühlschrank. Oh Mann. Bananen. Blaubeeren. Was haben wir da noch drin? Brokkoli. Und Tomaten. So, Bananen auf die Pizza. Gelbe Bananen. Grüner Brokkoli. So. Rote Tomaten. Blaue Blaubeeren. Nein. Dem Erzähler für Tatsache. Gelbe Bahn, rote, grüne, blaue. So kommen wir nicht weiter. Gelbe Bananen. Wir müssen die Pizza neu belegen. Gelbe Bahn. Oh. Wir müssen eine neue Pizza bestellen. Aber na toll. Hilfe! Gelbe Bananen. Wie nehme ich die Sachen denn wieder runter? Dem Erzähler für Tatsache. Gelbe, rot, grün, blaue. Schön. Trage weg, Schatz. Lilly wollte nicht zum Glück. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger und Peters. Nicht doch. Du musst ihn wie wir alle. Peter hat Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche, Droggy eine Grün-Blau-Schwäche und ich habe. Okay, ich muss die einzelnen Zutaten wahrscheinlich im Pissoir mixen. Färben, meine ich. So. Na, na, na! Du verfärbst ja noch die ganze Wäsche! Dieses Pissoir ist nur für rote Wäsche gedacht. Wenn du welche dabei hast, kannst du das Pissoir so lang, aber nicht... Na, 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 du, dieses, wenn du willst, aber das war... Lilly wusste, dass er... Und wenn es... Lilly wusste, dass das er... Und wenn es... Lilly wusste, dass er... Und wenn es... In der Klosterschule...
Eine Waschküche ist auch eine Küche, nur eben mit größeren Töpfen. Ja. Na, na, du verfließest, wenn du willst, aber nicht. So. Ach, ich erinnere mich. Der hat gesagt, wir dürfen die Pissoirs frei benutzen, wenn wir Kleidungsstücke in den jeweiligen Farben finden. Ah, roter Vorhang. Gut. Wie schön. Frage, Schatz. Du fragst dich sicher, warum Droggy ein grünes Kissen auf dem Kopf trägt, oder? Droggelbecher? Meine Troll. Sie hat recht. Wie läufst du denn nur rum? Du blamierst mich ja vor meinem neuen Untertan. Droggelbecher? Ja, das ist schon ein wenig absonderlich. Warte, bis du die Erklärung gehört hast. Heute wäre eigentlich das blaue Kissen dran. Droggelbecher. So. Aua. Hallo Lilly, du willst doch. Ach, na, das hat die oben. So. Jawoll. So. Ist hier sonst noch irgendwas für uns? Negativ. Okay. So, wir können schon mal. Rot. Was hast du da? Zeig mal her. Oh ja, das müsste dringend mal gewaschen werden. Aber bitte im richtigen Pissoir. Nenn mich ruhig pingelig. So. Was hast du da? Zeig mal. Ah, du hast das Prinzip. Benutz das rote. Okay, das rote Pissoir kann ich jetzt so oft benutzen, wie ich will. Wunderbar. Grünes Kissen. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das grüne Pissoir ruhig so oft du willst. Wunderbar. Die zwei können wir schon mal benutzen. So. Ich gehe aber jetzt noch mal in die Schächte und so. Ach, wobei, Moment mal. Spitze Gegenstände verwenden. So. Kann ich die vielleicht lochen? Dr. Marcel würde sich sicher freuen. Lilly hatte mit Hilfe seiner Kreditkarte Konfetti gemacht. Wunderbar. Lilly dachte darüber nach, ein paar Löcher hineinzumachen. Aber so war das zu ungenau. Sie würde nur alles kaputt. Lilly wusste aber so harte. Okay. So, erstmal klettern wir hier rein. Um dem Herrn den Staubwedel zu übergeben. Was hast du da? Einen Staubwedel? Nicht, dass ich einen Staubwedel haben wollen würde. Oh nein, egal wie hübsch sie aussehen. Was ja nicht heißt, dass man ihn nicht mal kurz halten könnte. Nur für einen kleinen Augenblick. Das wäre ja vollkommen ungefährlich. Meinst du nicht auch? Jetzt gib ihn schon her! Was für eine Erleichterung. Und schau mal, ich habe sogar mein altes Ersatzlaken wiedergefunden. Hier.
Nimm es ruhig. Du hast es dir verdient. So. Okay. So. Na, Leg. Okay, es leckt gerade. Ah, okay. Jetzt scheint es wieder zu gehen. So, die Kreditlochkarte. Wunderbar. Und rein da. Hallo, Herr Bienenmann. Hallo, Fremde. Bevor du etwas sagst, hol doch bitte einmal tief Luft. Und ist das etwa der Duft der Freiheit? Oder ist das einfach nur Atemluft, bestehend aus Sauerstoff, Kohlendioxid, Stickstoff, Ruß aus dem Anstaltskamin und eine Prise Dieselöl vom Fuhrpark? Ich möchte ja ungern melodramatisch erscheinen, aber ich hege Skepsis gegenüber dieser sogenannten Freiheit. Seit Dr. Marcel die Leitung des Sanatoriums vernachlässigt, tragen wir Insassen die Bürde, unsere Grenzen selber abzustecken. Und bevor ich dieser Einladung in die Freiheit entspreche, muss ich mich doch Folgendes fragen. Gibt es nicht vielleicht doch so etwas wie gute Grenzen? Und kann ich selbst im Optimalfall darüber entscheiden, wo meine eigene Freiheit anfängt und aufhört? Es ist doch so. Niemand hindert mich daran, die Anstalt zu verlassen. Macht mich das jetzt frei? Kann ich einfach so davon fliegen? Meine Flügel ausbreiten und vom Anstaltsdach springen? Der Drang ist da. Wie jede Biene sehne ich mich danach, über Blumenfelder zu schwirren und Honig zu sammeln. Aber noch kämpfe ich dagegen an. Irgendwas an dieser Freiheit stinkt. Stinkt. Wie wär's mit einer Duftkerze? Hallo Lilly, du willst. Ach, das hat die. Idiotische Hase. Na. So. Jetzt Duftkerze? Das riecht gut. Aber auch wenn die Illusion fast perfekt ist. Es sind doch nur künstliche Aromen und chemische Ester. Eine fast perfekte Illusion. Aber nichts Reales. Wie alles hier in der Anstalt ist es nur der halbherzige Versuch, uns ein Leben in Freiheit vorzugaukeln. Und jetzt, da uns niemand mehr daran hindert, die Anstalt zu verlassen, bietet es eine willkommene Ausrede, den Schritt nach draußen feige zu verweigern. Du hast recht, Fremde. Ich drück mich nur von meiner Verantwortung. Der Verantwortung vor mir selber. Das Angebot, das mir die Welt da draußen unterbreitet hat, auch anzunehmen. Ich danke dir. Ich habe endlich einen Entschluss gefasst. Ich kann hier nicht länger in Untätigkeit herumsitzen. Ich sollte über Blumenfelder schwirren und Honig sammeln. Baba Anstalt. Servus Freiheit. Lilly freute sich, dass sie dem Bienenmann geholfen hatte. Schon bald würde er an einem besseren Ort sein. Ja. So. Da haben wir auch ein gelbes Kleidungsstück. Wunderbar.